Gut, das hat auch schon mal geklappt. Ja, dann sage ich gleich noch mal hier was zu. Bist du schon da? Ja, gell? Also wir starten Mach hier an. hier bei diesem Gebäude, sind hier mit so einem Transporter unauffällig hingefahren und müssen hier nach links zu Destroy Kamisch. Das ist halt so eine kleine CSAT-Basis. Da ist so ein Kamisch, steht da. Und der wird gewartet oder was. Und da müssen wir halt uns vorkämpfen und dann mit explosiven Satchel oder so das Ding in die Luft jagen. Und wenn wir das erledigt haben, müssen wir ein bisschen weiter hier nach links, da an diesen kleinen Bootshafen. Da steht dann ein CSAT-Boot und wenn wir das erreicht haben, haben wir es eigentlich geschafft. Also wie gesagt, jetzt kleine feine Mission. Ja, und natürlich sind hier auf dem Weg zu dieser Basis die ein oder andere Patrouille und bei der Basis sind natürlich Wachen, die die Basis logischerweise verteidigen. Wichtige Frage. Ja. Haben wir Schalldämpfer? Nein. Schade. Ja, ich kann gern für die Zukunft, wenn du auf so Schleichmissionen aller Splinter Cell Sam Fisher stehst, kann ich sowas natürlich auch bauen, kein Problem. Also zum Beispiel, dass wir nachts unter Wasser mit U-Booten als Froschmännern irgendwo anlanden und dann getarnt da uns vorschleichen und stealthmäßig mit Schalldämpfern irgendwelche Leute abknallen, kein Problem. Sowas ist auch cool. Wenn du möchtest, kann ich das gerne machen. Das wäre lieb, ja. Ja, dann überlege ich mir das mal für die nächste Mission. Okay, dann fangen wir an, oder? Cool. Also, wenn alles klappt, ne, respawnt man und kann einen auch reviven. Ich hoffe, das klappt, sonst haben wir ein Problem. Okay, so, da bin ich. Und da bist du. Und dann, Warte ja. mal ganz kurz. Ja, klar. So, und das Ich hier hab ist unser was. Rifle-Team. Nee, ich hab was Falsches eingestellt. Ja, lass dir Zeit. Ich war auch noch gar nicht so oft hier auf Maidan unterwegs. Ich war hier noch nie unterwegs. Oh, gut, dann ist jetzt das erste Mal. Oh, was gibt's hier Schönes? Okay. Wo bist So. du nochmal? Ich sehe zwischen den Ich anderen bin Leuten dich. hier, ich bin, ich habe, ja, hier, also ich, hier, der bin ich. Ja, okay, cool. Ja, du kannst ja die Maps sehen, du siehst ja, wir müssen da Richtung Westen. Und ja, du kannst ja mal gucken, ob der Transporter hier auf ist. Aber sieht nicht gut aus, also müssen wir wohl zu Fuß laufen. Yippie. Ja, gut, dann würde ich sagen, ja, laufen wir mal einfach los hier mit unserem Team Richtung Westen und schauen wir mal, was passiert. Scheiße, ist laut. Es ist Na, laut. ist bei dir laut? Also bin ich zu laut oder das Game? Nee, das Game. Gut. Oder auch nicht gut. Zu laut ist, naja, nicht gut. So, wir warten mal schön auf dich. Ja, sorry, ich habe kurz ein bisschen runtergestellt. Ja, kein Problem. Also alles ganz stressfrei. Schwierigkeitsgrad ist auf regulär gestellt. Da gibt es aber auch immer, je nachdem, also manchmal, da teste ich eine Map und es fühlt sich gut an und ich sterbe nicht einmal. Manchmal teste ich dann nochmal eine Map, dieselbe Mission und boom, sofort tot. Also, das weiß man auch nie, wie es kommt. Also, hast du schon mal gegen AI gespielt oder nur gegen Menschen? Nee, nur gegen AI, Ach, weil nur auf gegen dem Server. AI. Ach so, ich. Weil auf dem Server ist immer Koop. Ja. Ah, ach so, ja, weil das war für mich gestern nicht so ersichtlich. Ich dachte, du spielst da vielleicht PvP. Also, ihr spielt dann als Menschen gegen AI die ganze Zeit. Aber das ist ja eigentlich auch cool. Ja, also im Prinzip genau das, was wir jetzt auch machen. Mal ein bisschen zu dir nach vorne. Ja, klar doch. So, ich guck mal, was da vorne abgeht.
noch das. Ich habe leider keinen Flamebuster. Ach so, hast du keins? Nee, aber läuft, passt, passt. Ja, bis jetzt sehe ich noch nichts. Ja, tatsächlich sieht locker aus, was sagt die Karte hier? Ja, ist ja auch noch ein bisschen Platz nach da vorne. Na, dann gehen wir mal weiter. Um genau zu sein, 1,8 Kilometer haben wir noch bis zum Einsatzobjekt. Gut. Bis dahin kann natürlich noch viel passieren. Links neben uns ist so eine kleine Radiostation, wollen wir die mal auschecken? Hier links meinst du diesen Funkturm? Ja, können wir machen, klar. Ich guck mal. Sehe ich jetzt auch noch nichts? Halt einfach, um sicher zu Ja, gehen. hast schon recht, hast schon recht. Klar. Warte mal, vor uns. Ich glaube, ich sehe da was. Ne, okay, war nur ein Busch. Ups. Also eine kleine Lagerhalle. Ja, sehe ich auch. Sieht verlassen aus. Alright. Spielst du noch außer Rimworld und Arma noch irgendwas? Auf diesem PC, nee, nicht. Auf. Aber sonst würde ich sagen, so Among Us oder so. So die typischen Games, was ich meine. Ja, Also ich gut. zock halt hauptmäßig PC. Was? Meine erste, also meine Hauptkonsole ist halt PS4. Ach, PlayStation. Ja, ich habe auch eine PlayStation. Wir können ja auch gerne da mal drauf zocken, wenn du Klar, ich möchtest. kann dir nachher im Discord mal meinen Namen geben. Was spielst du denn auf der PlayStation? Das spiele ich so gut wie alles Mögliche. GTA, Rocket League, War Thunder ein bisschen im Moment. Ach, das gibt's auch auf Konsole, wo ist denn da? Okay. Warzone ist auch manchmal mit dabei. Ja, und auch Singleplayer-Games oder nur so Multiplayer? Ich habe gehört, dass. Also Just Cause war ich immer ein großer Fan von. Da gibt es Und ja, es kommt glaube auch. ich, mittlerweile auch 4 Teile von. Just Cause 4 kommt nächsten Monat als PS Plus Spiel raus. Okay. Also als gratis Ding. Und das würde ich dann auch so mega Ja, durchspielen. nice, nice. Das Vorne ist ist ein gut. Hase. Soll schon mal passieren. Glaubst du, dass das ein Spion ist? Keine Ahnung. Wir müssen Möglich. sicher gehen. Ja. Raketenmann! Genau. Angesehen! Haben wir überhaupt hier einen mit Raketen? Ja, haben Ach gut, ich wir. dachte gerade schon, weil das gehört ja Ja, genau wir. zu jedem guten Squad dazu. Ah, okay. Der sieht clear aus. Ja, absolut clear. Sieht auch nicht mehr so frisch aus hier, wenn ich mir den Zaun anschaue, aber der Funkturm wird. Wollen wir uns durch den Wald bewegen? Dann haben wir noch ein bisschen Deckung. Ja, zu geradeaus, meinst du? Ja, gute Idee, machen wir. Dann bis zum Objektiv durchlaufen. Ja, also ich habe auch jede Menge Spiele auf der PlayStation 4, auch viel Singleplayer-Spiele, die ich alles noch zocken muss, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich freue mich zum Beispiel jetzt auf Cyberpunk 2077, was ja bald rauskommt. Aber ich habe noch jede Menge andere Singleplayer-Games, die ich noch spielen muss. Und dann spiele ich Landwirtschaftssimulator und so. Oh ja, das zocke ich auch. Habe Ach, ich auch gerne tatsächlich, gezockt. ja, wie geil. Ja, das habe ich auch. Kommt drauf an, welcher Teil? Also, 19, ne? ja, genau. Aber Ja. ich überlege mir auch immer mal, den 17er zu spielen. Nur habe ich halt auch überhaupt keine Zeit so. Ich finde, den 17er könnte man, also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, den auch nochmal irgendwann zu spielen. Ich Einfach hatte um die noch CD mehr. davon, aber ich finde sie nicht mehr. Was hast du? Ich hatte die CD von dem 17er Teil, Ah, aber ich finde okay. sie nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Naja, wenn du 19er hast, im Prinzip brauchen wir ja dann keinen 17er mehr. Aber ich bin halt so jemand, ich spiele auch gerne mal alte Spiele, was man hat, das kann man auch immer mal wieder spielen, sage ich mir. Was ist deine Meinung zu Ghost Recon Wildlands? Ob sie. Wildlands, ja, habe ich. Und ich habe auch Breakpoint. Also Breakpoint habe ich nicht.
Ich finde Wildlands nicht schlecht, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt alle Ubisoft-Spiele Open World sind. Ich fand es auch vorher cool, also aus Singleplayer-Sicht, dass die vorher alle Splinter Cell und auch Ghost Recon, dass das alles noch lineare Spiele waren. Das ist jetzt komplett ausgestorben bei Ubisoft. Das finde ich halt schade. Also ich spiele gerne Multiplayer, ich spiele aber auch gerne Singleplayer und Wildlands kann man und auch Breakpoint kann man jetzt mit dem Update dann Breakpoint, dass man AI-Teammates hat, auch ganz gut im Singleplayer spielen. Aber ich denke, wenn ich mal überlege, so Ghost Recon Future Soldier, wenn man das mal vergleicht, das linear war und dann Wildlands fand ich, war das schon ganz cool, dass das so linear war. Aber ja, ich spiele es gerne. Also Wildlands habe ich auch noch lange nicht durchgespielt und Breakpoint habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Muss ich auch unbedingt mal wieder auspacken. Macht schon immer wieder Spaß, auch so Division 1 und Division 2 und so. Eigentlich alle Ubisoft-Spiele sind ganz cool, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ja, wie findest Kann du ich mir zustimmen. Wildlands? Ich finde das total geil. Ich habe mir auch mal so einen Addon davon gekauft. Keine Ahnung, wie das jetzt mal ist. Und das habe ich, was weiß ich, so durchgesuchtet. Ich feiere dieses Spiel. Auch Sehr heute. schön. Dann hast du wahrscheinlich schon fast alles erreicht, was es da zu erreichen gibt, oder? Also die Story habe ich durchgezockt, Okay. Ja, ja. nee, da Aber bin habe ich ich. noch, da habe ich noch einiges vor mir, glaube ich. Ich habe Ja, schon. das. Die Ja. Story hat mich mega lange gekostet, weil ich halt immer diese Nebenmission gemacht habe. Die Was mache ich auch Story ganz gerne. Manche sind halt ein bisschen schwieriger mit den Zeitlimits und so. macht. Die machen jetzt auch nicht unbedingt alle Spaß, aber manche sind dafür umso cooler. Ja, jetzt wo du es Hast du schon sagst, irgendwas gesehen? nee, ich wollte nur mal gucken, hier hat man ja eine gute Sicht, aber bis jetzt alles total ruhig. Ich sehe schon, komm, wir reden die ganze Zeit und rennen dann voll in die Gegner rein. Passiert mir auch immer. So, Ich ich geh nehme ja mal. mal an, du willst weiter hier links außen oben bleiben, Ja, gell? genau. Ja, gute Mit Idee. dem bisschen Aussicht halt. Auf jeden Fall. Da ist nichts gegen einzuwenden. Muss man sich ja auf der Arbeit gönnen, du. In dieser Freizeit. Ja, absolut. Ja, auf Ist jeden das nicht das Fall, jetzt wird. Günstigste, wenn du Militär, Soldat, sorry, bist, Freizeit, mitten in einem Einsatz? Ah ja, ich meine, wenn du nicht gerade am Ballern bist, hast du wahrscheinlich schon viel Langeweile. Und demnach auch Freizeit. So. Weiter da links am Berg lang, oder? Ja. Also Ja. jetzt so offen auf der Straße bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. So, mal kurz auf die Map gucken. Ja, ein bisschen ist es noch. Ja, was ich sagen wollte, jetzt wo du Wildlands sagst, muss ich auf jeden Fall mal irgendwann demnächst mit Wildlands weiterspielen. Und dann habe ich Kann ja auch ja. noch die DLCs vor mir. Die haben ja dann auch nochmal Story und so. Ja, und Breakpoint natürlich auch. Wird ja auch immer weiterentwickelt, Breakpoint. Kommt ja auch immer neue Updates und neues Zeug dazu. Also bei den Story-Missionen bei Wildlands kann ich dir gerne helfen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich sag dir Bescheid, wenn ich es wieder mal ausgepackt habe. Klar, kein Problem. Ich habe diese eine Splinter Cell Mission gemacht, die kennst du ja wahrscheinlich auch, mit dem Sam Fisher. Aber ich bin ja auch Splinter Cell Fan, aber die Mission, ich weiß nicht, die war irgendwie nicht so geil, weil. Meinst du da, wo du niemanden töten darfst und Ja, durchschleichen? wo du zum Sam Fisher schleichst und der hackt Ach deinen du Kacke. Computer und dann bricht Alarm aus und dann wird es voll das Gemetzel und rumgeballert und du musst da Hals über Kopf abhauen. Was ich halt irgendwie nicht verstehe, warum der Sam Fisher da nicht einen Finger krumm macht, um dir zu helfen. Aber ich habe irgendwo gelesen, das soll Absicht sein, das soll unterstreichen, dass er halt voll der Badass ist, voll der arrogante Sack und sich denkt, jo, zeig mal, was du drauf hast. Ich bin schon so lange im Geschäft. Ich habe es einfach nicht mehr nötig. Wenn es irgendwie so wirklich ist, dann ist es ja logisch betrachtet nachvollziehbar und quasi eine Entschuldigung, aber irgendwie hätten sie die Mission vom Gefühl her auch geiler machen können. Gerade weil es ja auch viele Ja. Splinter Cell-Fans gibt es da draußen. Kurzes Update, wir sind 1,1 Kilometer entfernt vom Seeberg. Ja, super.
So, dann wird es wahrscheinlich so langsam brenzlig, denke ich mal. Die werden ja wahrscheinlich hier schon irgendwo die ein oder andere Patrouille. Ja, vor uns ist sieht so aus verlassenes Haus. Ja, hier vorne ist Verlassenes ja Haus. einiges. Da packe ich doch mal meinen Feldsch. Oh, ich sehe Feinde direkt voraus. Die Straße einfach den Weg runter, direkt Westen 260 Grad. I'm John Mitchell, Foot Mobile, Da Ancient steht Shoals, schon 700 ein feet krasses Quad, west. steht da. Und steht da hinten auch ein Fahrzeug? Nee, ich glaube nicht. Siehst du das? Nee. 260 Grad. Also Nee, ich sehe einfach die nichts. Straße komplett bis zum Ende. Da ist doch so ein großer Platz. Da stehen auf jeden Fall Caesar-Soldaten. Ich tippe mal auf Rifle Oh Squad. ja, ich sehe sie, I ich see sehe wounded sie, ja. medic rifleman, Ja, 700 meters, bearing ganz schön viele Bad 255. Boys. So. Aber mal Das ist gucken. Kacke ohne Ferngas. Ja. Hat vielleicht einer unserer Teammates einen Ferngas in Ich Rüstung? kann dir auch meins geben. Ach, wenn du es jetzt brauchst, alles gut. Nee, ist schon okay, weil soll ja auch Spaß machen. Und wenn du halt auch mal ein bisschen hier rumgucken möchtest, warte, ich kann es dir geben. Jetzt nur aufpassen, wenn ich das auf den Boden lege, dass es nicht wegbackt. Ich weiß nicht, ob das bei Arma immer noch Du so ist. kannst es ja in den, vielleicht kannst du es ja in den Rucksack packen, dann nehme ich es mir einfach Ja, oder raus. ich pack's Also. bei dir rein, warte. Open Assault. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, das ist wahrscheinlich deiner. Ja, logisch, du hast ein Medikit. Oh, ich kann aber nichts reintun. Bist du voll? Ah, okay. Nee, ich habe noch voll viel Platz eigentlich. Mein Rucksack bin ich voll, ja, aber Ach so, jetzt ja, hier in. deswegen kann ich es nicht reintun. Warte, dann warte kurz. Dann versuch es mal bei mir reinzutun. Ich glaube, man kann auch Nee, generell geht auch Dings nicht. nicht in den Ach, Rucksack. mein Rucksack ist auch voll, wie das der Zufall so will. Ja, soll ich es mal auf den Boden legen? Ja, leg's am besten hier in diese schönen Freifläche. Achtung, das geht jetzt bestimmt schief. So, da liegt's. Ja, ich sehe es auf jeden Fall noch. Oh, ich Okay, hab's. super. Danke. Bitte. Sehr nett von Ihnen. Ja, kein Problem. Jo, ich, ja, jetzt sehe ich sie. Fast. Oh, die Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Von Kriegst du? mir? Nee, bei mir war das gerade. Also so ein rotes Symbol, aber hat sich wohl Oh. wieder gefangen. Ich bin ja froh, dass es direkt auf Anhieb her alles klappt. Ja, okay, ich sehe die auch mit meinem Scope ganz gut. Ich sehe sechs jetzt im Moment. Weiß jetzt Ja. nicht, ob hinter dem Baum da noch Oh, einer guck mal, ist. da ein bisschen weiter nach links, so auf 11 Uhr, da hinten ist so ein Gebäude, das sieht so aus, als würde einer draufstehen. Ich bin mir fast sicher. Das siehst du aber mit Jo, deinem Fan. ja, das steht da noch drauf. Ist das nicht vielleicht schon die Basis? Warte mal gerade. Das hier links ist so eine Art Tankstelle laut der Karte. Und da Kannst du mir mal sagen, wie hinten. man Sachen markiert? Also jetzt, Warte damit er so kurz. schreit, Kontakt, keine Ahnung. Das ist eigentlich voreingestellt. Also wenn du irgendwo hinguckst und du hältst die rechte Maustaste gedrückt, dann sagt er das eigentlich nach einer Zeit von selbst. Sei denn, man hat es in den Ja, da. Missionen ausgestellt, in den Das Optionen. Maschinengewehr. Okay. Ja, also laut Karte ist das sogar schon unser Hauptziel da, das Gebäude da hinten. Ja, wenn da sogar schon einer auf dem Dach steht, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein paar andere unterwegs sein werden. Und da rechts 200, also von mir 280 Grad, da bei dem Wasser ein bisschen oberhalb, da ist auch noch so ein Unterstand für Fahrzeuge, da steht auch ein Transportvehikel, da scheinen auch Oh, noch ich sehe es. eins, zwei Typen zu stehen und da wohl Drei. irgendwie drei sogar, Sie okay. drei. Ja, kann ja lustig werden. Ja, ich guck mal ein bisschen weiter. Mehr wie du jetzt gesehen hast, sehe ich jetzt im Moment nicht.
Hier unten bei diesem verlassenen Gebäude stehen ein paar Fässer. Weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ah, da, ja, ich sehe es. Nö, keine Ahnung. Das ist ein Übungsplatz, jetzt sehe ich. Das ist ein Übungsplatz. Da sind so Ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich sollten wir den Fässern nicht zu nahe kommen im Feuergefecht, sonst explodieren die vielleicht. Wer weiß. Aber abgesehen davon, also für unsere Mission sind sie irrelevant. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, aber sonst sehe ich nichts. Würdest du dein Fernglas wieder? Nee, kannst du ruhig behalten. So, alles klar. Dann würde ich sagen, ja, was machen wir am besten? So, also wenn wir rechts jetzt hier auch nochmal Feinde haben, dann würde ich vorschlagen, ah ja, vor uns haben wir auch noch welche, vielleicht links, dann durch das Wasser durch und dann direkt zum Gebäude hin. Aber du willst nicht schwimmen, oder? Ich weiß, dass Schwimmen immer ewig dauert, aber... Nee, der Plan ist scheiße, vergiss ihn. Durchs Wasser? Naja, ich denke mal, also, ich weiß nicht, wir können gern hier links am Wasser lang gehen, das ist auf jeden Fall machbar. Das können wir machen. Wir könnten auch als erstes die Truppen im Fahrzeug ausschalten, damit die jetzt im Notfall nicht fliehen können, weiß ich nicht. Du meinst auf der rechten Seite? Die zwei oder die drei? Ja gut, dann machen wir das, kein Problem. Ja. Bin ich dabei? So, dann geht ja hier gleich die fette Baller-Action los, würde ich sagen. Ja. Du bist noch da oben, okay, alles klar. Ja, warte. Eieiei, mal sehen, was das wird. Wo bist du hin? Hier rechts einfach. Also wieder zurück und dann rechts einfach. Genau. Ah, ja, ist okay. Also wenn deine Freunde da vom Arma-Server, die du da kennengelernt hast, auch Lust auf sowas haben, kannst du die natürlich auch gerne einladen. Ja, ich kann die mal fragen. Ja, also du musst wissen, ich habe diese Woche und nächste Woche noch ein bisschen mehr Zeit, aber normalerweise habe ich unter der Woche nur morgens Zeit zum Zocken. Oh. Ja, das ist halt nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Mhm. Aber am Wochenende könnten wir dann auf jeden Fall immer mal, wenn du und auch natürlich die... verdammt, es wird geballert. Ja, deine Kollegen da Zeit haben, könnten wir dann gerne auch mal abends am Wochenende spielen, wenn das da bei dir passt. Hast du dieses Zerstören dahin gemacht? Ja, oder? Ja. Ah, okay, gut. Ist das schlimm? Nee, ich find's gut. Sieht wohl so aus, als würde unser Sniper schon die Leute... Ja. Ja, also wie gesagt, ne, wenn du und dir deine Kollegen da ab und zu mal samstags und sonntags abends Zeit und Lust habt, können wir da auf jeden Fall immer mal eine Mission spielen. Was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass der eine ein ziemlich guter Kampfjet-Pilot ist, wie man das auch immer nennt. Ja, das ist gut. Kann nie schaden. Stimmt. Ja, da geht's schon los. Ah, hier ist auch irgendwo ein Sniper. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich auch nicht, ich gehe mal da vorne in Felsen, in Deckung. Der Sniper muss wahrscheinlich von den Truppen vor uns sein. Was ist mit den Jungs da links? Kommen die, dieses Rifle Squad da? Ich glaube schon, ja. Okay, dann wird's jetzt wahrscheinlich interessant. Ich glaube, die nehmen uns hier unter Feuer. Bestimmt ja, sogar. So, erstmal abwarten. Jo, ich hab da noch so eine Art, was ist ich? Nee, vergiss es, das ist falsch. Was wolltest du sagen? Nee, ich sehe hier nur irgendwie ein paar Stahlgebäude, also. Stahlgebäude? Also jetzt so aus Stahldächern, weißt du, was ich meine? Die mit diesen Rillen. Ja, sind da auch Feinde? Weiß ich nicht. Ich
Hab die halt gerade nur gesehen. Gut. Moment mal, habe ich einen Granatwerfer? Ne, ich dachte schon. Ich dachte schon. Yo, warte mal. Westen, 240 Grad ungefähr, da sind auch noch ein oder zwei Leute. Ja, das sind bestimmt die Rifle. Sind die, ja, ja. Hm, ja. Die kommen die gerade, oder was? Nee, die sind halt nur gerade in Deckung gegangen. Ja, würde ich auch machen. Verdammt, ich sehe natürlich wieder gar nichts. Bist du nicht der Einzige. Hoffen wir mal, dass unser Respawn funktioniert, sonst haben wir hier richtig Probleme. Oje, oje. Bei dir noch alles gut? Bei mir ist noch alles in Ordnung. Schön. Ich sehe welche. Sind 240 Grad Westen, Südwesten ungefähr. Vorne habe ich gerade. Okay. Das sind die. Ja, genau, das sind die, die auf diesem Platz waren. Ich glaube, die sind in Richtung uns. Ja, ich glaube, die bewegen sich jetzt langsam zu uns. Ja, bin mir aber nicht sicher. Fühlt sich auch gerade so ein bisschen. Jo, auf der Straße. Genau 240 Grad Südwest. Ja, ich sehe die Straße, aber ich sehe die noch nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen. Nee, okay, der liegt noch. Ah, okay, ich sehe einen. Ein Fast Mover. Okay, einer down. Immerhin. Oh je, oh je, oh je. Ich roll gerade meine Rolle irgendwie. Ja. Kann ich verstehen. In der anderen Mission hatte ich dir eigentlich auch extra eine schöne Sniper-Rolle gemacht, aber da hast du natürlich auch die freie Wahl gehabt, aber ja. Naja, Kopf hoch, du hast auch ein gutes Scope. Du kannst auch als Kampf-Medic da ordentlich was reißen. Okay, da oben jetzt kommen auch ein paar runter. Aber extrem weit noch weg. Aber das ist natürlich nicht gut, wenn die da runterkommen. Das heißt, da kommen bestimmt noch einige auf uns zu. Ah, du bist hier rechts, gell? Ja. Jo, die bewegen sich langsam auf uns zu. Zu den Deckung. Als sehr brutalstens weit weg, hey. So, reloading. Ich muss nachhauen. Oh, oh. Okay, einer down. Keine Ahnung, ob ich den erledigt habe, aber er ist umgefallen. Das ist die Hauptsache. Ich sehe auch gerade niemanden. Ah, da sehe ich sie. Das sind zwei bei einem Stein. Genau, sieht auf die. Die Westen 245 Grad ungefähr. Loading. Ja, ich nehme da auch gerade das Feuer auf die auf. Okay, wieder einer mehr, gut. Oh, da vorne Rauchentwicklung. Jo, ich sehe es. Weiß und gelb. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die da von dieser Halle da auf der linken Seite, dass die jetzt gleich hier links hochkommen, aber... Also wenn die das tun, dann sind wir wirklich am Arsch. Ja.
Komm schon, Junge. Stirb. Okay. Einer ist tot. Weiß jetzt nicht, ob ich das war. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Hauptsache, er ist wirklich tot. Ja, Hauptsache draufschießen. So, nächstes Magazin. Boah, ich muss mal aufpassen, nicht, dass ich hier alles verbrate. Und dann kommen wir da beim Ziel an und haben keine Muni mehr. Ja, ist so. Ich habe 3 Magazine left. Oh, warte mal gerade, wie sieht's denn bei mir aus? Ich habe, was habe ich denn im Rucksack? Ja, oh, ich kann dir welche geben. Ich habe im Rucksack noch 8. Ja, brauchst du? Also jetzt sag einfach Bescheid. Ich reserviere dir mal 4. Sonst habe ich noch alles. Also ich höre jetzt auch gerade keine Schüsse, ne? Sieht ja, so aus, ja. Ist gut. Ich glaube, der eine ist da hinten zurückgerannt. Sah so aus, als würde er flüchten. So, ich weiß halt nicht, ob die Basis alarmiert ist, wo wir hin müssen oder nicht. Das glaube ich mal. Also, ja, einer ist auf jeden Fall zurückgerannt. Das kann ich bestätigen. Ja. Gut. So, keine Ahnung, wie es da links und wie es da rechts aussieht. Ja, ich guck mal rechts. Durch hier, durch das Gestrüpp. Ja, also nochmal, oh, Moment. Ja, die da hinten sind noch aktiv. Oh, stimmt. Du meinst linke Seite? Oder rechte? Ja, rechts, genau, rechts. Okay. Ja, nochmal, um darauf kurz zurückzukommen. Also du hättest prinzipiell auch Zeit, ab und zu mal samstagsabends und sonntagsabends zu spielen? Ja. Okay, gut. Musst du nicht. Bitte? Ich nehme die rechts mal oder vorher, wenn das kein Problem ist. Nee, kein Problem. Ja, sind zu weit weg. Müsste unser Sniper mal machen. Jo, die haben sich auch hingelegt. Ja, die sind zu weit weg, die kriegen wir nicht. Okay. So, wie sieht's aus? Wollen wir langsam ein Stückchen vor oder wollen wir noch ein bisschen hier bleiben? Ja, lass links. Guck mal, lass links in den Wald rein. Alles klar. Ich denke, da links wird auf jeden Fall auch noch das Rifle Squad sein. Hm. Oder? Wie bitte? Da links nee, wird der... Ja? Ich glaube, das waren die wir unter Feuer genommen haben. Achso, okay. Na ja, gut. Gleich wissen wir mehr. Oh. Ah, Schütze. Die schießen nach rechts, unsere Leute. Okay, rechts sieht gut aus. Wie sieht's links aus? Auch gut. Ja, das ist ja der Übungsplatz, da war ja gerade niemand, haben wir ja vorhin gesehen. Ach richtig, das habe ich gerade irgendwie verpeilt. Ich dachte, das war da, wo die Typen stehen. Aber das ist da hinten, gell? Ja, ist gut zu wissen, dass auf jeden Fall wirklich alles clear ist. Ja. So. Dann geht's hier weiter. Warte mal, ich glaube, ich sehe da oben jemand. Ach, warten wir ganz kurz. Das ja, okay, passt, ja. Aber bei dem Platz scheint auch keiner mehr zu sein. Oder bei dieser Tankstelle. Zumindest ist da ein Tankstellensymbol auf der Map. Und so ist nicht, wie mir die Teammates immer in die Ohren brüllen. Buff. Ja.
mit dem Fernglas kann ich im Moment keine Bewegungen feststellen. Das ist sehr schön. So, langsam aber sicher nähern wir uns. Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Hilfe. Ich hoffe nichts Schlimmes. Nee, okay. Ja, das ist nur kleine Info, das ist mein 9. Mal oder so, dass ich Arma jetzt spiele. Ach so, ja, nö, dafür machst du es doch super. Wie bist du eigentlich auf Arma gekommen, wenn du keine Freunde hast, die dich auf Arma gebracht haben, weil das ist ja jetzt nicht so ein Spiel, das super populär ist, das irgendwie jeder spielt. Nee, ich bin halt so ein Fan von Militärsachen. Ah, so. Dann geht's ja genau wie mir. Deswegen magst du auch Ghost Recon und sowas. Auf YouTube habe ich Arma 3 auch immer sehr oft gesehen. Okay. Und spielst du auch Call of Duty? Naja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Okay, weil das ist ja auch... Ja, ich meine, es ist ja auch Militär, deswegen dachte ich vielleicht... Weil, also die Kampagnen von Call of Duty habe ich immer gezockt. Ja, also ich meinte jetzt auch eher Singleplayer. Also ich spiele zum Beispiel total gerne Call of Duty, aber ich spiele halt wirklich nur die Story immer. Und ich spiele auch immer mal wieder alle Teile durch, weil ich es halt wirklich geil finde. Es ist halt richtiger Militär-Shit so. Wie ein guter Film, sage ich immer. Deswegen, das macht mir halt schon Spaß. So, was hat der hier? Warte, vielleicht hat ja unser Munitionsträger noch ein paar Magazine für mich. Ja, also wie gesagt, ich kann... Brauchst du jetzt welche? Nee. Ich wollte nur gucken, ob er noch welche hat. Gut, gut. Ja, der hat auf jeden Fall noch 6 Stück im Rucksack. Na, also... Ist ja auch seine Aufgabe, Munition zu tragen, also. Das stimmt wohl. Ja, ist vielleicht nicht so gut, hier jetzt so links direkt da hoch zu gehen, aber wir riskieren es mal. Ja, schön, dass das Gras hier wieder so richtig... Oh, verdammt, die stehen noch da. Achtung. Oh, fuck, die stehen noch da. Ich hau mal eine Granate, also Frag Out sozusagen. Und weil es so schön ist... Frag Out Nummer 2. Achtung. Oh ja, Schüsse. Ja, die stehen direkt da, also rechte Flanke. Oh, verdammt. Ich wollte mich gerade hinlegen, der hat mich erwischt. Also wenn du willst... Ah, wie cool. Du bist direkt zur Stelle. Also das Respawn-Skript, das Modul scheint zu funktionieren. Du kannst mich, so wie es aussieht, reviven. Danke, Katze. Alles gut, danke. Super, duper, so. Jetzt, ist meine Aufgabe als Medic, also. Das stimmt. Ja, trotzdem, so verdammt. Die sind direkt vor uns. Boah, fuck, die sind ja direkt da oben, ey. Boah, ich wäre fast schon wieder drauf gegangen. Moment, da steht doch noch einer, oder? Oh, Achtung, direkt voraus. Alter. Steht direkt einer an der Wand. Ja. Achtung, hinter dem Balken, ja. Ah, unser Munitionsträger rennt mutig davon. Ah, ich wurde getroffen. Ja, ey, wie krass der ist. Okay. Lebst du noch? Ja. Okay. Verarzte mich ein bisschen. Puh, ey, ach du, warte mal, nee, das bist du gar nicht. Hä, warum geht der Ammo? Ich bin links. Barrier so krass davor. Krasser Typ auf jeden Fall. Okay, so. Na, dann wollen wir mal. Boah, das wäre heftig, ey. Okay. Ja, schön, dass Reviven geht. Sieht so aus, als hätten wir alle. Ja. Kann aber sein, dass immer noch... Ah, hier unser Munitionsträger. Ah, Schüsse. Ja, irgendwo ist da noch einer. Vorne ist irgendwo noch einer. Verdammt, ich hab keine Ahnung. Ich sehe natürlich nichts. Ja, gute Idee. Schieß einfach mal ein bisschen Sperrfeuer da rein. Ich kann ja mal gucken. Okay, er hat ihn wohl.
Also wir bewegen uns jetzt auch langsam zu unserem Zielobjekt. Ja, genau. 400 Meter von uns entfernt, hinter dem Hügel. Guck mal bei den Toten, ob du da vielleicht irgendwas Brauchbares für dich findest. Das kann gut möglich sein. Oh, der hat ja sogar einen schicken Raketenwerfer hier. Okay, gute Arbeit, Jungs. Ah, hier ist da noch so ein Raketenwerfer. Ja. Wer weiß. Sieht das so aus, als hätten die alle die gleiche Ausrüstung. Die gleiche? Ja, also was heißt gleiche Ausrüstung? Halt dieselben Waffen und... Ach so. Ja, so ähnlich müsste es eigentlich bei uns auch sein. Ah ja, hier, ich habe den Medic gefunden. Gut. So, Jungs, dann gibt unser Medic hier mal ein bisschen Schutz. Hier liegt der Grenadier. Falls du noch Platz hast, hier sind ein paar Mini-Granaten und Rauchgranaten. Nehme ich. Hab ja schon ein bisschen was. Also die Rauchgranaten habe ich jetzt mal mitgenommen. Klar, nimm sie dir. Mini-Granaten könntest du haben. Ja, ja, so eine RGO hier würde ich schon nehmen. Zack. Danke. Ich will mal eben kurz was nachgucken. Gott. Ah, hier sind auch noch ein paar Raketen drin. Oh, ich muss ganz kurz weg. Ja, ich hab's gehört, kein Problem. So, Jungs, dann haltet mal die Stellung hier. Auf dass wir nicht flankiert werden. Der Katze hier schön am Chillen da hinten. Naja, why not? Jo, willkommen zurück. Irgendwas verpasst? Nö, wir sind hier nur ein bisschen in Lauerstellung und haben dir halt Deckung gegeben, bis du wieder da bist. Sehr nett von ihnen. Ja. Jo, also ich habe alles. Wir können gut, weiter. Dann. Ja, wie wollen wir da? Wollen wir den Weg? Warte mal. Oh, warte. Klar. Sorry, dass ich dich warten lasse. Ist das BRT? Bin ich gleich dran. Ich klemme mal ein, zwei Magazine von den Munitionsträgern. Ja, nimm dir, was du brauchst. Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht, warum, aber... Vielleicht bist du voll? Nee. Ich habe hier in meinem Spezialboot habe ich noch sehr viel Platz. Nee, ich kann es mir nicht nehmen, aber ist egal. Dann ist das jetzt so. Muss ich halt ein bisschen besser zielen. So, wie gehen wir hoch? Die Straße hoch oder links hoch? Oder vielleicht sogar ganz, vielleicht sogar rechts hoch? Wie hättest du es gerne? Oh. Noch da? Okay, du bist gerade busy, kein Problem. Sorry. Ja, kein Ding. Ich bin für links. Ja, wäre ich auch. Dann machen wir das auch so. Du bist am Stream, oder? Schaut zwar keiner zu, aber... Ja, du schaust mir nachher an, wenn... Nach dem Stream ist ja dann so ein Video da, das kann man sich ja angucken. Ja, da, ich weiß jetzt nicht, ob du die genau 4 Stunden angucken möchtest. Ja, ich kann ja auch vorspulen. Ja, das Problem ist, ich habe eingestellt, dass ich meine Streams automatisch lösche. Sofort, nachdem du gestreamt hast? Ja, weil ich hatte auch manchmal so 30 Minuten Streams oder so. Na gut, dann kann ich es mir nicht reinziehen, aber ich nehme es ja auch auf und werde es auf YouTube hochladen. Immerhin. Ja, stimmt. Zum Beispiel jetzt auf der Playstation, wenn du jetzt das Spiel wechseln möchtest oder so, beendet er immer direkt den Stream. Das ist das Behinderte.
Du bist schon der dritte, der sich darüber beschwert bei der PlayStation. Das haben mir schon, zwei andere Leute gesagt, dass die das total blöd finden. Es ist ja auch so wirklich Blödsinn. So, da hinten ist auch noch ein Funkturm, aber der sieht friedlich aus. Und der ist jetzt auch ziemlich weit weg. Ja, das stimmt wohl. Außerdem ist es ja auch nicht unser Ziel hier, die Funktürme einzunehmen oder zu zerstören. So, sondern wir müssen hier, wir kommen schön verdeckt von hinten, aber keine Ahnung, was uns da jetzt noch erwartet. Weißt du, was cool wäre? Ich weiß jetzt nicht, ob du das hinkriegst, aber dass wir von so einem Piloten ins Einsatzgebiet fahren. Ja, kein Problem. Hätte ich, also wollte ich ursprünglich auch machen, da wo wir gestartet haben, wollte ich eigentlich, dass ein Hubschrauber landet, aber da habe ich mir gedacht, na, das dauert jetzt zu lang. Dann habe ich einfach einen Transporter hingestellt und habe dir halt gesagt, dass der uns da jetzt halt abgesetzt hat und wir jetzt halt nicht mit Helikopter dahin gefahren sind, sondern mit einem Transportlastkraftwagen. Ich muss wirklich sagen, weil ich weiß nicht, ich bin Fan vom Militär und ich habe ein bisschen Ahnung. Ja, also das erste habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Was sagtest du, bevor du gesagt hast? Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Du musst mir das jetzt nicht extra sagen. Ich tue auch gerne so, dass wir da hier schon hingefahren sind. Weißt du schon? Ach so, meinst du das? Ja, perfekt. Okay, so, was mache ich hier eigentlich? Moment. Ich probiere das aber auch immer mit meinen Freunden, aber die nehmen das nie wirklich ernst. Ja, nee, also ich bin jetzt nicht so ein hardcore-nerdiger Typ da, wie bei GTA Online RP-Servern. Aber ich denke mir halt, es soll schon irgendwie realistisch sein. Und wenn da halt ein Transporter steht, dann macht das ja, muss man ja nur eins in eins zusammenzählen, dass wir dann da von dem hingefahren wurden. Oder sogar selber hingefahren sind. So, shit, wo ist hier was? 100 Meter vor uns. Ja, da war auch irgendeiner wieder auf dem, also immer noch auf dem Gebäude drauf. Oh, warte mal, der eine da auf dem Gebäude ist tot. Shit. Auf dem Gelände? Ja. Okay, Achtung. Ja, wir haben nur einen Sniper. Das wird ein Problem, glaube ich. Ich gehe mal ein bisschen kurz rechts um den Stein. Ja, linke Seite vom Stein, viele Feinde. Die haben ja auch so ein kleines Lager da vorne, da sind ein Helikopter, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Also das, wir haben wirklich ins Bienennest gestochen, wenn ich das ja, mal so sagen darf. Aber da ist ja auch unser Missionsziel, also das Gebäude da vorne, da steht irgendwo laut Aufklärung an Kamisch. Ah, ich sehe, glaube ich, ins und Land. Den müssen wir ausschalten. Natürlich wird er auch ein bisschen besser bewacht sein. Hubschrauber habe ich jetzt keinen gefunden. Ich hoffe mal nicht, dass der da gleich rumfliegt. Ich habe einen auf dem Dach erledigt. Gut. Aber ich bin hier unter schwerem Beschuss. Ja, ich auch. Beziehungsweise. Ja, ich traue mich hier gar nicht aus der Deckung raus. Ich auch nicht. Da bewegen sich, glaube ich, zu uns. Ich muss halt einfach aufpassen. Boah, okay, ich muss mich kurz mal heilen. Ah, ich habe den angeschossen, aber er hat mich auch angeschossen. Auf dem Gelände sind halt. Oh, ich bin down. Down, okay, ich schau mal. Ah, ich sehe dich. Ah, das wird sogar angezeigt, wo du bist. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, hoffentlich komme ich da hin. Also das Respawn, das scheint auch zu funktionieren, weil ich kann mit Leertaste den Respawn zwingen. Okay, warte. Hoffentlich geht das gut. Ich bin auf dem Weg. Oder habe ich den Rauch aber optimistisch weit geworfen? Oh je, da hinten steht. Solange du hinterm Stein. Oh, verdammt! Oh, das war auch eng. Oh, da rennt direkt einer vor dir da am Stein lang. So, wie revive ich überhaupt? Rearm. Ich glaub, nein, verdammt, das war die Fall. Ah, du bist tot. Bist tot? Ah, stimmt, okay. Spawn in 15 Sekunden. Okay, alles klar. Puh, so Jungs, Stellung halten. Katze kommt gleich wieder. Spawn ich jetzt im kompletten Anfang? Nein.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, genau da, wo du gestorben hast, bist. Ja, ich habe mein Visier verloren, aber das ist egal. Dein Visier? Warte mal, ich habe, glaube ich, aus Versehen, als ich dich reviven wollte, habe ich vielleicht dein Visier genommen. Dein Visier? Was für ein Visier meinst du? Ach so, dein Scope. Genau. Hä, wieso ist das nicht mehr da? Das ist ja fies. Nee, das habe ich nicht genommen. Meine Leiche liegt danach. Vielleicht. Ja, das wäre nicht schlecht, weil... Ich bin nach vorhin gelaufen. Was habe ich da... Okay, scheinbar muss ich das noch extra einstellen, dass man mit demselben Loadout spawnt. Also hast du dein Scope wieder? Ich habe meine Waffe wieder. Also hast du von deiner Leiche der Scope genommen? Ich habe die ganze Waffe genommen. Okay, dann kann man die einfach nehmen, ja? Ja. Okay, dann ist ja gut. So. Schauen wir mal. Oh, die sind ja wirklich überall. Oh, verdammt, ey. Da vorne. Achtung, nicht in meinen Schuft. Ich bin direkt rechts hinter dir. So. Oh, ich check mal unsere Teammates durch. Nicht, dass sie okay, getroffen. Einen habe ich. Aber, ja, ich habe ja gesagt, ja. Kann schon sein, dass die Basis ganz gut bewacht ist, ja. Bist du okay, oder? Ja, ja, ich hatte mich einmal heilen müssen, als du da abgeknallt wurdest, kurz davor auf der anderen Seite, aber seitdem ist alles gut. Ah, hier, what the fuck, unser Teamleader hier, der steht oben auf den Stein drauf. Ein richtiger Hero-Teamleader. Der ist auch verletzt. Ja, der wird wahrscheinlich auch gleich umkippen und tot sein, wenn der weiter so macht. Wow, hey, die Sicht hier ist mies. Eigentlich eine gute Position, wenn da nicht diese ganzen Gebüsche wären, die hier in, wo auch immer Maiden ist. Ist das auch irgendwo in Griechenland? Ich weiß es gar nicht. Die sollten mal ihre Büsche schneiden, hey. So, ich camp jetzt hier und wenn mir vor der Flinte, wo die Flinte läuft, der wird abgeknallt. Boah, hey, was da noch einiges an Gegenwehr. So, die Mofo. Ist alles klar bei dir? Alles klar bei mir. Ich habe jetzt hier gerade mit den Links-Leuten zu kämpfen. Also links ja. sieht relativ sicher aus. Wir könnten von links über den Zaun durch. Okay, also, wenn wir mal dann versuchen wir uns da mal vorzukämpfen. Wir müssen schnell sein, so wie ich stehe fest. Ich werfe mal Smoke. Ich habe ein bisschen Smoke in die Richtung geworfen. Gut. Richtige Smoke, Farben. Alles gut, brauchst du. Bin getroffen, aber ich habe noch First Aid, so wie es aussieht. So, schauen wir euch mal kurz auf die Karte. Oh ja, da scheint noch ein bisschen was zu sein. So, Reloading gut nach links rübersetzen. Oh, also wir könnten links. Oh ja, rechts kommen auf jeden Fall gerade. Sind sie. Oh, verdammt, rechts rushen die gerade. Fuck, da kommen wir einige. Mein Heli war richtig bestätigt. Ich bestätige feindliche Helikopter voraus. Nicht okay. Aktiv, so wie es aussieht. Ja, sehr gut. Wir müssen uns den Kamisch da schnappen. Also nicht schnappen, wir müssen den zerstören. Der ist auch irgendwo da auf dem Gelände. Siehst du dieses kleine Gebäude vor uns auf der linken Seite, würde ich jetzt mal so behaupten? Dieses kleine Hütchen da. Ne, warte mal. Ich glaube schon, das sind sehr viele Gegner. Ja. Also wenn wir wirklich schnell sind, könnten wir wirklich links lang rennen. Aber nur wenn wir wirklich schnell sind. Boah, ich treffe hier gar nichts. Alter, das gibt's doch nicht so. Jetzt habe ich ihn. Boah, heftig, heftig, heftig. Ich weiß nicht genau, wo lang. Warte, ich guck mal auf der Karte, dieses kleine Gebäude. Was könntest du denn meinen? Na, guck mal. Meinst du da bei dem Basketballkorb? Ach nee, du meinst auf der rechten Seite eher, gell? Ja, genau, sorry. Okay, ja, warte, ich komm mal rüber. Nee, du bist genau... Ach doch, ich bin richtig. Ach so, da, okay, Achtung, kreuzen.
Hier, komm mal her zu mir, komm mal hoch. Ja, hier. Ja, ja. Wenn du jetzt hier so nach links so ein bisschen piekst, genau vor uns ist da ein Gebäude. Ja, genau, okay, ja, jetzt weiß ich perfekt, was du meinst. Ja, da müssen wir aber echt heldenhaft schnell sein, ey. Ich wollte nur sagen, dass da mega viele Gegner. Ja, das sind. Stimmt, positiv. Uiuiui, das nimmt kein Ende mehr, hey. Hast du noch Munition? Hast du. Achso, du bist gerade wieder busy, glaube ich. So, einmal getroffen und umgefallen. Bist du noch da? Okay. Er bewegt sich noch, aber er sagt nichts mehr. Oder habe ich aus Versehen mein Mikro gemutet? Nö. Also Katze, falls du noch da bist, ich sehe dich, aber ich höre dich nicht. Naja gut, wird schon seine Gründe haben. Mal geladen. Hallo. Oh, keine Ahnung, ob der noch da ist. Ja, ja. Ich bin noch da. Ich bin nicht stumm. Ja, keine Ahnung, ich höre dich nicht mehr. Hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Hi. Hallo? Also ich habe dein Hallo gerade gehört, aber jetzt gerade höre ich wieder nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Jetzt höre ich irgendwelche Discord-Sounds. So, langsam wird's ruhiger. Ja, Katze, keine Ahnung, was ist los? Bist du... Hallo? Ah, jetzt, wundervoll. Hi. Okay, irgendwas war gerade mega komisch. Also ich habe dich gehört, du mich aber nicht. Das stimmt, das habe ich auf jeden Fall nicht, nein. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich wissen wollte. Ach so, hast du noch genug Munition? Ja, habe ich. Gut, ja, okay. Oh, Achtung, da kommt also wieder einer. Ich habe die ganze Zeit mit dir geredet. Ja, habe ich mir gedacht, aber ich habe dich einfach nicht gehört. Tut mir also leid. Wenn wir wirklich schnell sind, alles gut. Wenn wir wirklich schnell sind, können wir zum linken Gebäude vorrücken. Zum linken, also das große da, oder was? Das denke Wie kommen wir durch den Zaun? Da vorne ist so eine kleine Lücke, ich weiß nicht, ob du das siehst. Ah, ich sehe es. Ja, aber, ja, okay, komm, dann. Hast du Smoke? Lass uns da mal alles voll smoken. Leiche liegt noch mein, nicht mein, das Fernglas. Ja, kannst du natürlich auch noch holen, wenn dir das wichtig ist. Boah, wie auf dem Präsentierteller hier. Ist so. Also ich smoke schon mal ein bisschen, so gut das halt geht. So, ich hab's. Wir können. So, volle Kanne Smoke, Baby. Bereit? Ja, bin bereit. So, dann. Ja, okay, dann los. Kennst du mich mal dann gleich
durchchecken, weil ich glaube, ich wurde vorhin getroffen. Ja. Kann ich natürlich sehr gerne tun. Okay, ich bin durch. Ja, ich auch. So, dann mal durchchecken. Na gut, ich bin kein Medic, aber sieht für mich alles gut aus bei dir. Also ich kann jetzt direkt keinen Schaden erkennen. Oh, bei dir auch. Danke, sehr gut. So, ich lade nochmal nach. Ja, das Scharfschütze wurde getroffen. Verarzt den. Good job. Wir könnten auch erstmal um die linke Seite. Ja, das stimmt. Ich wollte ja auch nochmal die Seite decken. Ich wollte hier gar nicht durch. Siehst du das? Ja, du bist da vorne, oder? Nee, warte mal, was denn sehen? Du siehst das nicht? Hier, der Typ, oder was? Ja, siehst du sein Bein? Ja, ordentlich durchgeblutet, oder? Nee, das siehst du gar nicht, kann das sein? Bei mir steht das Bein hier so hoch. Ach so, nee, bei mir liegt es ziemlich gerade da. Nach oben. Bei mir liegt es gerade da, aber naja. Ja, Arma hat ja immer mal so lustige Gesangseinlagen parat. Okay, so, dann gehen wir hier. Oh, Achtung, Kontakt. Wir können auch erstmal das Gebäude hier fliegen. Achtung, oh, das war ein. So, okay, down. Ja, gut, dann Gebäude durchflügen, gerne. Die Leute stehen da wohl noch auf dem Stein. Sind anscheinend unsere Scharfschützen jetzt. Ja. Der Raum ist clear. Auch clear. Okay, das hört sich gut an. Links sicher. Clear. Auch safe. Gesichert. Sicher. Okay, die Tür geht, glaube ich, nicht auf. So, gut. Gesichert. Ja, es gibt noch einen Stockwerk. Gang gesichert. Gesichert. Okay, die ersten zwei Räume hier hinten sind gesichert. Okay. Auch safe. Nope, safe. Sicher. Gut. Sicher. Lass zum nächsten. Ja, ja, ja. Achtung, Kreuze. Na, die geht gar nicht auf, doch. Auch sicher. Schön. Ah, einer ist verletzt. Ah, sieht wahrscheinlich aus, der da vorne auf dem Stein. Kann sein. So, was haben wir da vorne? Ein Ifrit und jede Menge Leichen. Ja, warte mal, wo ist denn? Ja, oh, okay. Also irgendwie hier, irgendwo hier ist unser Missionsziel. Aber das Gelände ist doch größer, als ich dachte. Ja. Wir können auch kurz hier aufs Dach gehen und kurz mal von hier oben aus. Ja. Check mal, ich sicher hier unten. Ja, bin auf dem Weg. Oh. Hier oben liegt auch der MG-Schütze. Vorsicht, da ist wohl, also, ist wohl ein Ifrit mit HMG in der Nähe. Ist es schlimm, dass ich jetzt eine andere Waffe mir genommen habe? Nö. Nö, nö. Also ist das so ein MG? Oh, Achtung, oh, verdammt, ich sehe den Ifrit. Und zwar ist der 150 Grad, wenn du oben auf dem Dach bist, in 150 Grad direkt bei der Straße. Ich weiß aber nicht, ob da einer drin sitzt. 150 Grad. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, ja, doch, ein Fahrer sitzt drin. Ich kaufe hinten auch einen Bordschütze.
Die haben uns aber noch nicht. Ja, definitiv Besatzung an Bord. Die haben uns aber noch nicht gesehen. Oh, verdammt, natürlich habe ich jetzt nicht die nötigen Waffen dafür. Okay. Oh, down. Von wem? Ja, oh, verdammt. Von dem Schützen. Von dem Ifrit? Hm. Oh, shit. So, okay, dann. Ja, dann komme ich da mal hoch. Aber wahrscheinlich bin ich wieder zu langsam. Na, ich probier's mal. Ist sonst da oben alles sicher? Ja, oben ist sonst alles sicher. Muss nur sicher. Hier, leg dich ja lieber hin. Ja, ich hoffe, ich komme nicht wieder zu spät. Vielleicht siehst du mich. Na, ich sehe dich. So, jetzt hold space to revive. Ja, bin dabei. Halte durch, noch ein paar Sekunden. Oh, wie schön, es hat geklappt. Bitte, bitte. So. Dann, ja, mal kurz die Jungs hier ein bisschen mikromanagen. Warte kurz. Hast du nicht gesagt, 150 Grad? Das ist in die Richtung. Warte mal. Ne, 250, sei denn, ich habe mich versprochen. Das kann natürlich auch sein. Alles gut. Ich war nur ein bisschen verwirrt. Aber kann jedem passieren. Ja. Warum haben wir denn hier hinten eigentlich noch zwei Typen am Start? Den AT-Mann könnte man nämlich jetzt hier gebrauchen. Okay, die kommen jetzt. Okay, der AT-Mann kommt, das ist gut. Weil den könnte man natürlich jetzt gut gebrauchen, ist ja klar. Hast du jetzt noch dein Scope nach dem Reviven? Ja, oder? Ja. Gut. Ich will jetzt auch nichts Unüberlegtes tun. Nee, ich auch nicht. Die Versuchung ist natürlich groß, da mal einen Blick zu riskieren. Oh nee, die war doch nicht. Nee. Ja, ich hoffe mal, der AT-Mann, der regelt das. Wenn da jetzt nicht noch Infanterie bei dem Ifrit ist, dann sollte das ja möglich sein. Aber wenn der jetzt auch noch gesichert wird, ist es schwer, eventuell schwer, den AT-Mann da in Position zu bringen. Wir können auch erstmal nach unten gehen und hier in die Richtung den Ifrit oder Infrit, keine Ahnung, sorry. Ja, kein Problem. Von der Seite ein bisschen unter Feuer nehmen. Na, gerne doch. Ich habe das Gefühl, so viel ist hier gar nicht mehr, außer der Ifrit. Sei denn, die campen alle. Scheiß Kerber. Stehen ja wahrscheinlich hinter so einer Tür mit einer Schrotflinte. Ja, kann schon passieren. Ist okay, Jungs, dann regroup mal hier mit mir. Nicht, dass der Ifrit euch gleich natzt. Oh, der ist ja gleich hier links, oder? Ja. Oh shit. Ich schon. Nee, doch nicht. Oder nee, ist der gerade weggefahren? Ich glaube, das ist vor uns hier, hinter der Halle hier. Oder Mauer, ich sehe es jetzt nicht genau. Ja, der wird hinter dieser Halle da sein. Genau, ja, mitten auf der Straße. Okay, dann oh, komm. Wir haben ja auch. Weiß es nicht, ob das eine feindliche Luftabwehr ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Genau hier um die Ecke, wenn du guckst. Ja, warte, ich trau mich gerade noch nicht. Ach, hier rechts das Ding. Mhm. Ja, den müssen wir zerstören, das ist unser Ziel. Das ist der Kamisch, oder wie man den ausspricht. Oh, ja, der ist hier vor uns. Aber ich glaube, das ist ein Transporter. Wenn man mal hier durch die Tür guckt. Ich will nicht sterben. Jo, ich sehe ihn, der ist hier genau vor der Tür. Okay, ja, ich habe ihn gerade durchs Fenster gesehen. Warte mal, ich versuch mal. Welcher ist denn hier nochmal der AT-Fuzzi? Ich gebe dir mal den direkten Befehl, den Ifrit ja, unter Feuer zu nehmen. Wir können dieses Fahrzeug nehmen und damit zum Ifrit hinfahren und die Luftlagen. Auch eine Möglichkeit und danach zerstören. Das wäre jetzt meine Frage. Ja, das ist eigentlich ein spektakuläres Ende für die Mission. Ja, also wir können es tun.
Was macht der gute AT-Mann? Der bringt es hier noch in Position. Naja, ob er das schafft, bei der AI weiß man nie. Manchmal sind die voll gut, manchmal nicht so. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich fahre, du schießt, oder? Wenn du nichts dagegen hast. Ich habe nichts dagegen, ich fahre gerne. Okay, oh, ich glaube, unser AT-Mann hat gerade geschossen, so wie ich das von ihm wollte. Oh, Moment, warte mal ganz kurz. Bin ich Fahrer? So, ja, genau. So, oh, ich kann ja nicht mal die Luke aufmachen. Ja, warte mal kurz, hat der AT-Mann überlebt? Lebt er noch? Der hat auf jeden Fall gerade geschossen, so einmal hupen. Ja, das habe ich. Ach, kann man gar nicht. Na gut, dann. Also wenn du mich jetzt kannst du auch schießen. Nee, Achtung, sag, wenn du bereit bist. Oh yeah, oh yeah. Jo, warte, warte, ich sehe ihn, sehen. Ja. Ich immer schöne Bewegung bleiben, du weißt ja, ganz professionell hier. Warte, wir rushen hier jetzt auf die Straße. Achtung, ich fahre jetzt gerade, du kannst jetzt nach links feuern und bremse. Oh. Oh yeah, sehr schön. Sehr schön. Da ist noch einer, siehst du den? Ja. Ja, du machst es gut. Soll ich noch zurückfahren? Brauchst vielleicht noch ein bisschen. So, ist hinter uns auch nichts. Ach, das, der hat ja. Ah, wie geil ist das denn? Der hat ja sogar hier Kettenantrieb. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ja, was mit dem einen Typen, der ausgestiegen ist, hat er sich da versteckt? Nee, sieht ja, gut aus. Hier, ja, gut. Oh, aber irgendwo ist noch Schießerei-Action. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es. Sehr schön, so. Gute Arbeit, Jungs. Bist du gerade ausgestiegen? Bist du gerade ausgestiegen? Jo, das Ding ist komplett im Arsch. Ja, du bist gerade ausgestiegen, oder? Ja. Yeah. Okay. So, dann fahren wir den hier mal wieder zurück. Schön noch über die Leiche drüber gefahren, so macht das Spaß. Ja, wir haben hier auch so einen Truppentransporter, die können wir bis zum E-Waypoint benutzen. Ja, können wir machen. Warte mal kurz. Ja, ich habe doch eben, als wir da rausgefahren sind, ups, voll die Bremse gedrückt. Hm, aber die funktioniert nur, wenn man langsam fährt, okay. Also diese Handbremse. So, warte mal, dann stellen wir den hier mal so hin. Ja, so steht er gut da. Motor aus. Und aussteigen. Und dann erstmal unsere Truppenmitglieder hier ein bisschen außerhalb anordnen. So, dann, ja. Ich überlasse es dir. Du kannst ja mal. Also ich habe auch eine Satchel dabei, aber du kannst ja mal hier, wie es der Zufall so will, stehen ja auch noch ein paar Kisten mit Explosionszeug rum. Weißt du was, ich überlasse dir das irgendwie. Na gut, das war nett von ich dir. Ich hatte gerade das Vergnügen mit dem Geschütz, jetzt ja. Darfst du mal ran. Cool, mal sehen, ob da überhaupt eine reicht, das ist ja nochmal die andere Frage. Ich natürlich also jetzt wenn du jetzt so eine Satchel benutzt, dann reicht es, glaube ich. Ja, okay, dann die benutze ich, alles klar. Also meinst du, wir sind hier in sich? Ich glaube, wir müssen noch ein also Stück... Also ich würde hinter die Mauer gehen. Ja, wartet mal, die Jungs, geht mal alle weg da. Das ist mir noch, das ist mir zu riskant hier. Okay, so, dann schauen wir das... Ja. Jo, kein Problem. So, dann... Gehen wir mal hier hin und dann schauen wir mal, dass das hier auch schön aussieht. Also sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Achtung, 3... Ich bin gleich da. 3, 2, 1 und Zündung. Boom. Okay, irgendwas ist weggeflogen. Der ist anscheinend noch intakt. Oder hat... Ja, lebt noch. Ja, lebt er noch. Sieht so aus. Irgendwie schon. Aber es ist schon mal was weggeflogen. Dann halt noch eine. Hoffentlich explodiert er jetzt nicht, wenn ich dran vorbeilaufe. Das wäre das Ungünstigste. So, der lebt noch. Oh, aber auch so ein grünes Licht geworfen. Ups. Oh, macht ja nichts. So, dann noch einer. Ja. Direkt nochmal an dieselbe Stelle, oder ist schon ein schöner Explosionskrater. So. Na, mal sehen, ob er eine zweite auch noch frisst. Ja, sehr schön hier am Salutieren. Kann man schon machen. Für den schönen
Panzer. Achtung, 3, 2, 1. Oh, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, das war schön. So. Würde ich vorschlagen, wir nehmen jetzt hier diesen Truppentransporter und fahren zum Evac. Ja. Und nichts dagegen. Ist genehmigt. So, dann steige ich mal ein. Du bist schon drin, gell? Ach, du sitzt. Ja, wo sitzt du denn? Vorne. Ja, perfekt. Dann sitze ich mich doch da gechillt nebenhin. Kann ich mich da nicht nebenhin setzen? Beifahrersitz kann man gar nicht benutzen. Naja, egal. Weil da steht Ride in Back. Ah, doch, du musst sehen. Ja, okay, okay, trotzdem. Ja, dann dürfen die anderen natürlich auch noch rein. Falls du noch ein paar Sprengladungen hast, wir könnten auch noch diesen Helikopter ausschalten. Also, ich habe keine mehr, aber. Ja. Warte mal, ich hab hier noch so einen kleinen Granatenwerfer an meiner Dings dran. Ja, kannst du ruhig mal mit rumspielen, da wirst du den aber nicht kaputt kriegen. Also wirst du ihn wahrscheinlich flugunfähig kriegen, aber bis der auch mal richtig explodiert, wird auch ein bisschen dauern. Ich weiß, ich habe eh nur eine Granate davon. Ja, aber kein Problem. Aber wie Spaß bei der Arbeit, müsst ihr sie sehen, ne? Ja. Oh, schön von da oben runter, das ist auch gut. Aber ich mach's von hier, ein bisschen Sicherheitsabstand. Und ja. Schuss! Schön oben drauf, schön in die Mitte. Ja, mehr hab ich nicht. Reicht ja. So. Kann natürlich sein, dass da in dem Hafen auch noch ein paar Feinde sind. Ich weiß es nicht. Wir hoffen mal nicht. Ja! Wir müssen hier noch. Aber unsere Jungs schießen ja schon von hinten, also ziehen ja schon von hinten. Ich glaube, in die richtige Richtung. Ich fahre in die richtige. Ja, ja, einfach die Straße runter, ganz easy. Genau, da rechts sieht man es ja schon. Oder steht auf jeden Fall auch noch irgendein feindliches Fahrzeug. Wir könnten auch von hier aus zu Fuß erstmal gehen, um sicher zu gehen. Ja, ja, gute Idee, dann absitzen. Jo, Gegner vor uns. Jo, einen sehe ich auf jeden Fall. Truppentransporter. Ich nicht. Also, stimmt, die stehen da, Achtung. Schütze. Ah, ich bin getroffen worden. Schwarz du mich mal eben? Ja. Jungs, feuern! Feuern, Jungs! Okay. Okay, beide down. So, da hinten, wie sieht's da hinten aus? Reloading. Ja, warum ist da eigentlich noch einer in dem Truck drin? Bist du das? Nee. Warte mal kurz. Nummer 7 ist das. Bitte aussteigen, mein Freund. Also mit meinem Fenster sehe ich nichts. Ah, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ach, da kommen wieder die Kollegen und dann steigen da plötzlich NATO-Kräfte aus. So. Feierabendhöhle. Genau. Ah ja, wir kommen, es sieht so aus, als hätten wir die Manpower. Wir laufen da jetzt einfach vorsichtig und geordnet runter. Wir haben ja da Bäume und Felsen als Deckung. Oder wie siehst du das? Ja, ja, kein Problem. Können ja nochmal, habe ich noch Smoke? Oh, tatsächlich, ja, warum nicht? Also mit meinem Fernglas kann ich jetzt nichts weiter sehen. Ja, ich sehe auch nichts. Ich hänge mal bei diesen Büschen fest. Ja, das geht ganz schnell. Du hast recht, die sollten wirklich mal ihre Büsche wegmachen. Ja, zumindest mal ein bisschen schneiden. Bisschen stützen. Ja. Ah, sieht recht ruhig aus. Ja, ich
glaube, sie sind. Ich check nochmal den Transporter durch. Ja, mach das. Jetzt werde ich verstecken. Das wäre nicht so gut. Auf einmal kommen da jetzt nochmal 8 Leute raus. Die Tür irgendwie aufmachen? Ne, das sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist auch gar kein Truppentransporter. Das ist eher irgendwas. Irgendwelches. Was, irgendwas zum Transportieren, irgendwas Wichtiges, was weiß ich. Okay. Sieht so aus, als hätten wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, jetzt müssen wir noch das Boot finden. Oh, da steht eins. Ja, sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Sehr schön. Cool. Und schönes blaues Wasser. Runterspringen. Ach so, ja, natürlich. So, hat mich sehr gefreut, Herr Katze. War ja eine gute Mission. Freue mich schon. Danke, freue mich schon auf die nächste. Gute Arbeit, Mission accomplished. Dann, ja, beende ich mal die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Yippie! Oh.